Alles gut. Also vielen lieben Dank für die freundlichen Worte. Wir alle wissen, zu viel Weihrauch schwärzt den Heiligen. Ja? Ich hoffe also sozusagen nicht allzu geschwärzt hier vor Ihnen zu stehen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Sie wissen, bevor es richtig kompetent wird, stehen 25 Minuten, in denen ich Ihnen im weitesten Sinne etwas über das angekündigte Thema erzähle und im allerweitesten Sinne einen philosophischen Vortrag halten möchte. Und ich weiß nicht, wie viele philosophische Vorträge Sie in Ihrem Leben schon gehört haben. Ich könnte mir vorstellen, für viele von Ihnen sind Philosophen ältere Herren in schlecht sitzenden Anzügen, die versuchen, Probleme zu lösen, die es ohne Sie gar nicht gäbe. Und Sie könnten ja auch einen ganz berechtigten Vorbehalt gegen Philosophen haben. In Fragen, über die wir hier reden, Fragen der zukünftigen Ökonomie, Fragen der zukünftigen Gesellschaft, gibt es so viele ausgewiesene Spezialisten, die sich damit beschäftigen, dass man sich ja völlig zu Recht fragen kann, worin liegt eigentlich die Kompetenz eines Philosophen? Und da haben Sie völlig recht. Philosophen haben überhaupt keine Kompetenz. Im Gegensatz zu Ihnen. Jeder, der hier sitzt, sitzt hier, weil er über ausgewiesene Kompetenz verfügt. Ich bin sicher, geballte wissenschaftliche Kompetenz, geballte ökonomische Kompetenz, die ein oder andere juristische, politische Kompetenz und so weiter. Nun könnte es allerdings sein, wenn Sie in einer Sache ganz besonders kompetent sind, dass Sie sich mit anderen Dingen nicht ganz so gut auskennen. Das heißt, Ihre Kompetenz schwimmt in einem Meer von Inkompetenz. Und die Aufgabe der Philosophen könnte es sein, über diese Inseln von Kompetenz hinüber, über das Meer von Inkompetenz Brücken zu bauen, also ihre Inkompetenz zu kompensieren. Und das ist die einzige Kompetenz, die Philosophen haben, Inkompetenz, Kompensationskompetenz. Und das, was ich Ihnen jetzt erzähle, sind solche Inkompetenz-kompensationskompensatorischen Gedanken und als solche möchte ich sie verstanden wissen. Wir leben in revolutionären Zeiten. Das kann man sagen, das wissen Sie auch, aber Sie glauben das nicht, weil die Zeiten sich irgendwie doch nicht revolutionär anfühlen. Ja, wir sehen hier nirgendwo, dass jemand gehängt wird, es fließt kein Blut, ja, das Volk stürmt keine öffentlichen Gebäude. Und trotzdem haben Sie mittlerweile immer wieder und immer wieder gehört, dass die vierte industrielle Revolution, die gerade eben erst begonnen hat, dass diese vierte industrielle Revolution möglicherweise Auswirkungen hat, die deutlich größer sind als die zweite und die dritte, vielleicht in ihren Wirkungen nur vergleichbar ist mit der ersten industriellen Revolution. Und was die erste industrielle Revolution bedeutet hat, das kann man sich im Rückblick gar nicht mehr richtig vorstellen. Vor 200 Jahren war der überwiegende Teil aller Schweizer Bauern. Vor überwiegend in dieser Zeit lebten die Leute ohne irgendeine Form von Versicherung. Keine Krankenversicherung, keine Sozialversicherung. Die Kinder gingen zumindest während der Erntezeit nicht in die Schule. Es herrschte bitterste Armut. Die Schweiz gehörte zu den ärmsten Ländern in Europa. Und das Interessante ist, dass es natürlich sehr ähnlich war in vielen anderen Ländern. Jedes Land hat seinen eigenen Weg gegangen. Und die erste industrielle Revolution hat diese gesamten Gesellschaften, wie ich als Kölner sagen würde, karnevalisiert. Das heißt, es blieb kein Stein auf dem anderen. Und das war ein ganz, ganz gewaltiger Umbruch, der das hervorgebracht hat, was uns heute selbstverständlich ist, ja so selbstverständlich, dass es unser Menschenbild so geprägt hat, dass wir uns anders funktionierende Menschen gar nicht mehr vorstellen können. Denn diese erste industrielle Revolution hat so etwas über uns gebracht wie die Leistungsgesellschaft. Alle anderen vorherigen Gesellschaften waren keine Arbeits- und Leistungsgesellschaften in dem Sinne, wie wir sie heute kennen. Als die Demokratie erfunden wurde in Griechenland, adelte sich der Grieche, der wählen durfte, also der freie Bürger der Stadt, dadurch, dass er nicht arbeitete. Gearbeitet haben die Sklaven, die Frauen, die Ausländer. Wir haben Gesellschaften erlebt, die das Wachstum abgelehnt haben. Das gesamte Mittelalter ist dadurch charakterisiert, dass es keinen Fortschritt wollte, weil es ja immer hätte sein können, dass der Fortschritt über kurz oder lang das mittelalterliche Weltbild auflöst. Denn in Gottes einmal geschaffener statischer Welt ist ein Fortschritt gar nicht denkbar. Man lebte ja bereits in der Welt, in der Gottes Wille realisiert war. Und Thomas von Aquin, ja, es war der mächtigste Philosoph, der je gelebt hat. Berater von Kaisern, Berater von Päpsten. Derjenige, der die Spielregeln, die intellektuellen, ökonomischen, gesellschaftlichen Spielregeln festlegte, sagte, der liebe Gott macht die Preise. Nach der Seltenheit und nach der Nützlichkeit. Und Preise dürfen sich nicht verändern. Und die Zünfte wollten nicht, dass sich die Preise veränderten. Das heißt, es war eine Gesellschaft weitgehend ohne Dynamik.
Und dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich unausgesetzt auf Fortschritt verpflichtet, die unausgesetzt von Dynamik und Innovation vorangetrieben wurde, ist eine Entwicklung, die ist 250 Jahre alt. Und das Interessante ist, es hat sehr, sehr viel mit den Menschen gemacht. Das hat sie bis in die feine Unterwäsche des Bewusstseins geprägt. Es hat einen neuen Begriff von Tugend erschaffen. Die Tugend der Arbeitsgesellschaft ist die Tüchtigkeit. Tüchtigkeit ist von Tugend abgeleitet. Der Mensch ist das wert, was er mit seiner Arbeitsleistung geschaffen hat, was er an Geld bekommt, was er an Eigentum besitzt und so weiter. Alles das ist das erste Mal von John Locke, wir reden jetzt Ende des 17. Jahrhunderts, und dann im 18. Jahrhundert fundiert worden. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil ich, und da können wir gleich kontrovers darüber diskutieren, der Überzeugung bin, dass diese Gesellschaft zu Ende geht. Durch die Digitalisierung, dass eine neue und andere Form der Gesellschaft entsteht, so wie das alte Griechenland eine andere Gesellschaft war und das Mittelalter eine andere Gesellschaft war. Ich glaube, dass wir vor dem Ende der Leistungsgesellschaft und Arbeitsgesellschaft, wie wir sie kannten, stehen, durch die digitale Revolution. Das werden wir gleich im Detail, kommt der Faktencheck und dann werden wir gucken, ob das stimmt oder nicht stimmt. Aber das Spannende daran ist, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass tatsächlich irgendwie so etwas in der Luft liegt wie eine Zeitenwende. Plötzlich diese ganze Effizienzentwicklung, die wir gehabt haben und die dazu geführt haben, dass sie hier alle in gut sitzenden Anzügen sitzen, alle ihre Versicherungen haben, alle ausreichend Geld auf dem Konto haben, dass sie alle frei ihre Meinung sagen dürfen und so weiter. Dass diese Gesellschaft, die so wahnsinnig erfolgreich war, wenn sie immer so weitermacht wie bisher, gegen die Wand fährt. Aus einer ganzen Reihe von Gründen. Ökologisch gegen die Wand fährt. Eine Gesellschaft, die nur Innovation kennt, sich aber nie Gedanken über Exnovation macht. Also über die Entsorgung ehemals innovativer Innovationen. Ja? Über Müll. Ja? Sozusagen nicht eingepreist in diesem Wohlstand. Eine Gesellschaft, die von globalen Märkten profitiert, aber die alte marxische Weisheit, dass die Menschenströme den Kapitalströmen folgen, nicht wirklich ernst genommen hat. Die Kommunikationstechniken geschaffen hat, mit der die ganze Welt ganz eng zusammenrückt. Aber wenn sie auf einmal real zusammenrücken will, plötzlich merkt, oh Gott, welche Geister haben wir da gerufen, die dann kommen und auch so leben wollen wie wir. Migrationsproblem. Also Globalisierung, Digitalisierung, rasante Veränderung der Arbeitswelt. Ich persönlich gehöre zu denen, die der Ansicht sind, dass in Zukunft nicht mehr allzu viele Leute Arbeit haben würden, in einigen Berufen schon. Wird noch Friseure geben, wird noch Gärtner geben, Kindergärtner und so. Aber ich kann Millionen von Dienstleistungsberufen, die verschwinden. Und da muss man gucken, entstehen am anderen Rand genauso viele neue. Und darüber werden wir gleich sicher diskutieren. Ich glaube nicht. Ich glaube, Ernst Fehr glaubt schon. Und dann werden Sie sich das Urteil bilden, wenn einer der besten Ökonomen der Welt mit einem Philosophen darüber streitet, wie die zukünftigen Arbeitsmärkte aussehen werden. Alles das macht etwas mit den Menschen, was im Augenblick passiert. Dieses Gefühl, es geht nicht so weiter. Das ist so ein bisschen wie Tiere, wir hatten gerade von Elefanten geredet, bevor ein Erdbeben kommt, unruhig werden. Und diese Gemengelage haben wir, weil wir natürlich viele Auswirkungen in den USA viel stärker als bei uns, in Deutschland immerhin noch stärker als in der Schweiz bereits spüren, dass irgendwie dieses Gesellschaftsmodell möglicherweise so nicht weitergeht. Und das alles noch in sehr komfortablen Zeiten einer sehr geringen Arbeitslosigkeit im Durchschnitt. Aber vielleicht einer geahnten großen Arbeitslosigkeit. Einem geahnten Szenario, dass man sagt, im Augenblick kommen die Kriegsflüchtlinge aus Syrien und ein paar aus dem Balkan. Irgendwann werden 10, 20, 50 Millionen Schwarzafrikaner vor unserer Haustür stehen. Und wenn wir keine Mauern bauen wollen, von denen wir runterschießen wollen, brauchen wir dafür eine Lösung. Wir haben, wenn wir an die Menschenrechte gedacht sind, die eine wesentliche Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft ist, immer an uns gedacht. Wir haben nicht an Schwarzafrikaner gedacht. An die haben wir im Prinzip gedacht, aber nicht real. Die kamen nicht wirklich real in unser Leben und begegneten uns nicht als ganz, ganz reale Problematik, als Menschen, die was von unserem Wohlstand abhaben wollen. So, und was passiert in einer solchen Lage, wo man das Gefühl hat, ein bestehendes Modell wird möglicherweise nicht so weitergehen wie in den letzten Jahrzehnten? Ein Großteil der Leute, die die Unruhe spüren, und zwar unabhängig davon, ob sie direkt betroffen sind oder ob es nur irgendeinen katastrophischen Sinn in ihnen bedient, der sehr reichlich bei Menschen vorhanden ist. All diese Menschen denken, war das nicht vor 10, 20, 30, 40 Jahren besser? Und in solchen Zeiten blüht etwas, was ich Retropie nenne. Ja, nicht Utopie,
sondern Retropie. Das Erstaunliche ist, für alles das, Globalisierung, Digitalisierung, gibt es kein positives Bild. Ich kenne keinen Politiker, der Ihnen erzählt, in welche sonnigen Zeiten wir auf diese Art und Weise segeln. Vielleicht gibt es solche sonnigen Zeiten, aber sie kommen nicht vor. Wenn man mit Menschen über die Zukunft spricht, herrscht die Dystopie vor. Die Reichen werden reicher, die Armen werden armer. Ja? Die Ungleichheit unter den Menschen wächst, und das gilt für viele Gesellschaften, da ist das real der Fall. Die Gesellschaften werden ungerechter. Thema, was jetzt in Deutschland Wahlkampf werden wird. Ausgerechnet jene Partei, die seit 16 Jahren mit 4 Jahren Ausnahmen in der Regierung ist, führt jetzt Wahlkampf gegen sich selbst und will eine Gerechtigkeit herstellen, die sie nicht hergestellt hat. Aber es fängt eine Gemengelage auf, dass die Menschen denken, es wird ungerechter, es wird ungleicher. Und in solchen Situationen blüht der Populismus. Populismus ist natürlich ein völlig unscharfes Wort. Am Anfang, in Deutschland war das so, wurden immer die Linken Populisten genannt. Ja, wenn sie immer gesagt haben, man müsste das und das und das machen, wo man wusste, das geht sowieso nicht. Dann hat man, als die AfD aufkam, angefangen, die Rechten Populisten zu nennen. Mittlerweile nennen sowohl die Linken wie die Rechten alle in der Mitte Populisten. Und wenn wir dieses Spiel zu Ende machen, dass sozusagen jeder dem anderen Populismus vorwirft, kann man am Ende den Begriff auch wieder rauskürzen oder sagen, jemandem Populismus vorzuwerfen, ist nun wirklich populistisch. Die Frage ist nicht, ob jemand populistische Formulierungen benutzt, sondern die Frage ist, hat er etwas anzubieten für die Zukunft? Oder verspricht er den Menschen, dass es mal in früheren Zeiten gesegneter war und dass es real denkbar wäre, die Gesellschaft auch nur ansatzweise dahin zurückzuführen? Ich glaube nicht, dass es denkbar ist. In der Geschichte der Menschheit gibt es kein freiwilliges Zurück. Sondern im Grunde genommen muss man alle Gestaltungsoptionen in dieser Situation auf die Zukunft richten und fragen, auf welche Art und Weise wollen wir angesichts von Globalisierung, Digitalisierung und so weiter die Zukunft gestalten. Und dafür brauchen wir verdammt gute Ideen. Da gibt es nicht viele. Und die wenigen, die es gibt, die blühen so als einsame Pflanzen irgendwo im Wald, ja, und werden von Leuten, die handgewebte Utopien verkaufen, verbreitet. Alles Sachen, wo man sagt, sowieso nicht realistisch, kann man nicht machen. Gemeinwohlökonomie, ja, ein schöner Gedanke, aber das wird es nie geben. Ja? Oder völliges Umdenken, alle werden Veganer, alle leben nur noch ökologisch und so weiter, keiner fliegt mehr Flugzeug und so. Ja, es wären alles Lösungen, aber all die werden nicht kommen. Und jetzt eine große gesellschaftliche Utopie zu entwickeln, ist eigentlich das Gebot der Stunde. Denn wenn man den Leuten nichts Positives in der Zukunft anbieten kann, darf man sich nicht wundern, dass sie allesamt nach hinten schauen. Und man immer im Zweifelsfall den Falschen an der ganzen Entwicklung die Schuld geben. Und das ist das, was sozusagen am Populismus das Ärgerliche ist und das Bedrohliche. Und das letzte Wort, postfaktische Gesellschaft. Ich muss immer ein bisschen lächeln, wenn ich das höre. Klar, Populisten behaupten viel Quatsch. Viele Menschen behaupten viel Quatsch. Nicht jeder, der viel Quatsch behauptet, ist ein Populist. Und nicht jeder Populist muss ausnahmslos die ganze Zeit Quatsch erzählen. Postfaktisch, was ist das? Ich saß vor 2 Wochen in Linz auf einem Podium, neben mir ein Bischof. Und dieser Bischof mokierte sich über die vielen alternativen Fakten, die heute überall in der Welt verbreitet werden. Und ich dachte mir, ein Bischof? Hat die Kirche nicht 2000 Jahre lang alternative Fakten verbreitet über die Entstehung der Welt und die ersten Menschen? Also ist das Verbreiten alternativer Fakten nicht so alt wie die Menschheit selber? Und haben Menschen ihre politischen Gedanken in früheren Zeiten etwa wirklich zu Ende gedacht? Vernünftig und mit Faktencheck? Also wenn ich die deutsche Geschichte einmal durchgehe, die CDU hat immer Wahlkampf damit gemacht, dass die SPD den Sozialismus einführen wolle in Deutschland. Wahrscheinlich hat Helmut Schmidt sich nicht getraut. Walter Ulbricht hat gesagt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Vielleicht hat er ja nicht die Absicht gehabt. Ne? Das ist so wie am Strand, man fängt an mit einer Sandburg und am Ende kommt was anderes bei raus. Immer, die Lüge hat immer zur Politik gehört. Was heute der Unterschied ist, man kann es mal eben so machen und es ist morgen wieder vergessen. Die Beliebigkeit des Lügens erzählend, das ist was, was sich verändert hat. Dieses mal eben rausgetwitterte, nicht länger überlegte und dann ist es eben das Gegenteil gewesen und dann ist es auch nicht schlimm. Das ist etwas, eine Kommunikationsform. Es ist die Zeit verloren gegangen, es ist die Tiefe verloren gegangen, es ist das Überprüfen verloren gegangen, es ist das Abwägen verloren gegangen. Aber das sind alles Dinge, die in einer Eventgesellschaft, die von einem Kick zum anderen rast, eben immer und überall an allen Ecken und Enden verloren gehen. Und da schlägt in die Politik nur das zurück, was wir in vielen gesellschaftlichen Bereichen bereits erleben. Und nachdem ich das jetzt ein bisschen thesenhaft in den Raum geworfen habe, freue ich mich darüber, dass wir jetzt so faktisch wie möglich über diese Dinge reden können. Ich denke,
Die sind an, funktioniert. Herr Precht, ich danke Ihnen vielmals für dieses Input-Referat, das schon so viel Inhalt hat. Fragen wir uns gerade, wo fangen wir jetzt an? Das Ziel ist, wir wissen, wir müssen handeln, wir müssen viel entscheiden in Zukunft. Und da kommt immer wieder die Frage, welche Werte stehen darunter? Eben, wo sind unsere Werte? Brechen sie zusammen? Sollen wir uns daran halten? Oder sollen wir sie über Bord werfen für die kommenden Entscheide? Und da möchte ich ganz am Anfang einfach mal anfangen, Sie einladen, vielleicht auch das Publikum. Welches sind eigentlich die drei Werte, die wichtigsten Werte, die für Ihre Handlungen zurzeit entscheidend sind? Wir dürfen auch einen Moment innehalten. Das ist das, was Herr Precht gesagt hat, nicht von Event zu Event. Also, wenn ich als Erster antworten soll, jetzt ist wieder der Speed weg, kann man das? Können Sie das da? Ja. Ich glaube. Nimm das. Ja, ist eigentlich schöner so. Kann man. Es wäre der Licht. Also, auf die Frage, was meine drei wichtigsten Werte sind, kann ich nur sagen, ich weiß das nicht. Und ich weiß auch niemanden, der das weiß. Und ich möchte das mit einer zweiten Überlegung flankieren. Werte hat man nicht. Es ist nicht so, als ob ich ein festes Arsenal an Werten hätte, an die ich mich grundsätzlich halte. Sondern jeder Mensch macht von seinen Werten einen sehr, wie soll ich sagen, ökonomischen Gebrauch. Ja? Also Menschen verfügen, und das kann man natürlich aus den Forschungen von Ernst Fehr sehr gut lernen, über flexible Grundsätze und nicht über absolute Werte. Also ein Soldat, der im Krieg sehr tapfer sein kann sehr feige sein, wenn es darum geht, seiner Frau zu erzählen, dass er sie betrogen hat. Ist jetzt Tapferkeit ein Teil seines Wertes oder ist es das nicht? Ja? Der situative Gebrauch entscheidet. Und nicht das Haben von Werten, als seien die ein für alle Mal da und sie wären unverrückbar und würden unsere Handlungen tatsächlich in jedem Moment leiten. Herr Fehr? Also ich würde hier eher von Charaktereigenschaften sprechen. Ich glaube schon, dass es so etwas gibt wie Unterschiede in den Charaktereigenschaften der Menschen. Und hier gibt es so gemessene Unterschiede auch, das weiß man aus der Psychologie, und Leute unterscheiden sich schon systematisch in der Verlässlichkeit zum Beispiel, die sie haben, Leute unterscheiden sich systematisch in der Bereitschaft, anderen zu helfen, beispielsweise, sie unterscheiden sich auch systematisch zum Beispiel in dem Ausmaß an Ungeduld, die sie der Zukunft gegenüberbringen. Hier gibt es auch mittlerweile Untersuchungen, die zeigen, dass es hier riesige Unterschiede gibt zwischen den Kontinenten und zwischen den einzelnen Ländern. Zum Beispiel auch die Leute unterscheiden sich oder die Kulturen unterscheiden sich in der Bereitschaft, wie viel Risiken man bereit ist zu nehmen. Aber das sind nicht Werte, sondern das sind Präferenzen, würden Ökonomen dazu sagen. Das sind ihre systematischen Verhaltenstendenzen, die sie haben, die sie zwar schon situativ zur Anwendung bringen, nicht? Also ich kann aus fast jedem potenziell sehr altruistischen Menschen jemanden machen, der auch nicht altruistisch handelt, indem ich die altruistische Tat so teuer wie möglich mache. Wer wirft sich schon auf die Granate, die im Krieg geworfen wurde, um seine Kollegen zu retten und sich selbst in die Luft zu sprengen? Das heißt, da ist das unendlich teuer. Das heißt, als Ökonom weiß ich, dass die Kosten eine große Rolle spielen bei allen Handlungen, dass die auch bei Werten eine Rolle spielen. Das heißt, die Bereitschaft, das Ausmaß, in dem ich bereit bin, nach gewissen Werten zu leben, das ist garantiert in einem hohen Maße auch kontextabhängig. Und hier spielen eben unter anderem Kosten eine Rolle, aber nicht nur. Also aber Sie haben ja auch geforscht bei frühkindlicher Erziehung, was dort schon möglich ist oder nicht möglich ist. Also ist ein Kind, wird es fair, es wird nicht fair geboren. Also es hat die Fairness nicht einfach so, sondern da liegt viel drin. Also Frau Müller-Möhl hat gesagt, sie hat ihre Werte von ihrer Familie mitgekriegt, oder? Also es ist so, wissenschaftlich betrachtet ist die Frage, woher wir unsere Werte haben, eine der schwierigsten. Intuitiv sagen wir natürlich, es ist die Familie, natürlich, weil da findet unsere Kindheit statt und die Peer Group,
Aber wissen tun wir eigentlich sehr wenig hier und das hat damit zu tun, ich meine, dass wir nicht einfach leicht Experimente durchführen können. In der letzten Zeit hat es aber solche Experimente gegeben, also das klingt immer furchtbar, wenn man Experiment sagt, darum sage ich lieber Studie. Es hat Studien gegeben, die zum Beispiel Kindern, 7-, 8-jährigen Kindern, einen Freund zur Verfügung gestellt haben. Ja, das waren Kinder aus ökonomisch schwachen Familien, Vater vielleicht nicht mehr da, Mutter Alleinerzieherin, hat auch nebenher noch Arbeit, kommt am Abend gestresst nach Hause, hat keine Zeit fürs Kind. Und in diesem Umfeld das ist ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, Herr Falk, hergegangen und hat dieses Programm, das in Deutschland Balu und Du heißt, das macht der Bundespräsident, und er ist der Schirmherr dieses Programms. Und das Programm besteht darin, dass man dem Kind ein Jahr lang den Balu zur Verfügung stellt. Und Balu, das ist ein Freund, der mit dem Kind einen Nachmittag pro Woche ein Jahr lang verbringt. Eine neue Bezugsperson, die einfach da ist für das Kind. Ja? Und was man festgestellt hat, ist, dass also die Bereitschaft der Kinder, Vertrauen zu haben in andere Leute, die Bereitschaft der Kinder zu helfen, die Bereitschaft der Kinder gleichmäßig zu teilen, also alles wichtige Eigenschaften, die wir kennen, stark gestiegen ist bei den Kindern, die dieses Programm durchlaufen haben, und bei denen der Kontrollgruppe, die das nicht durchlaufen haben, ist das nicht so gewesen. Mittlerweile wissen wir sogar, Armin hat mir das erzählt, der Forscher, dass die Kinder, die durch dieses einjährige Programm gelaufen sind, mit höherer Wahrscheinlichkeit ins Gymnasium kommen. Das heißt, das hat etwas mit Werten zu tun. Die Kinder sind hilfsbereiter, sie helfen anderen Kindern, wenn sie sehen, dass denen etwas Schlimmes passiert ist und so weiter. Das heißt, da haben wir einen objektiven Beleg, dass Werte geformt werden können. Und zwar auf fundamentale Art und Weise. Das heißt, ja, es ist richtig. So wie die Gesellschaft mit uns umgeht, so hält es zurück sozusagen aus unserer Seele, wenn man so will. Ich möchte in dem Fall, wir sehen, oder diese Werte, die können eben variieren, sind flexibel. Wir sagen, eigentlich bin ich doch ein offener Mensch, aber ja, wenn denn die Grenzen zu viel da reinkommen, dann ist plötzlich das Ja, aber. Eigentlich möchte ich Frieden, eigentlich möchte ich Freiheit. Aber eben dann plötzlich das Ja, aber. Und da kommen wir ja immer wieder in diesen Wertekonflikt. Wir persönlich, die Gesellschaft. Einen Konflikt, bleiben wir beim Wert oder werfen wir ihn über Bord, ist das bedingungslose Grundeinkommen, das Sie schon angesprochen haben, wo wir darüber sprechen, ob das eine Lösung sein könnte. Sie haben das angesprochen bei der Digitalisierung, bei den Arbeitsplätzen, wenn es zu wenig Arbeitsplätze gibt. Das ist ja momentan ganz klar. Hier spielt der Wert, es muss fair sein, Leistung ist wichtig, Leistung soll bezahlt werden. Und da halten wir eigentlich sehr stark daran fest und ich sehe keine Richtung, dass wir das loslassen. Doch, ich glaube, das mit dem Loslassen geht im Zweifelsfall schnell. Es ist ja, geht um folgende Frage, werden wir Millionen Arbeitslose haben oder nicht? Wenn wir Millionen Arbeitslose haben, die wir nicht ohne weiteres im Arbeitsmarkt mehr integrieren können, dann müssen wir dafür sorgen, dass diese Leute a. genug Geld in der Tasche haben und zweitens genug gute Pläne für den Tag. Wenn sie das nicht haben, wird es gefährlich. So, und aus dem Grund wird man das Grundeinkommen einführen. Man wird es also nicht einkommen aus einer esoterisch-humanistischen Philosophie heraus, die der Meinung ist, der Mensch an sich, was auch immer das sein soll, ne, den Menschen an sich gibt es eigentlich nicht, aber zu sagen, der Mensch an sich würde kreativ, wenn er über ein Grundeinkommen verfügt. Also es gibt Menschen, die wären so. Als mein Vater aufgehört hat zu arbeiten, hat er nicht aufgehört zu arbeiten, sondern er ist sozusagen kreativ all seinen weiteren Beschäftigungen genauso intensiv nachgegangen wie vorher. Ja, es gibt viele Menschen, die ich kenne, bei denen das so ist, in meinem Umfeld. Aber wenn ich dann so in Berlin durch den Wedding fahre mit dem Fahrrad und mir vorstellen, für die Hälfte der Leute ist in Zukunft kein Job mehr da, dann kann ich mir auch vorstellen, die Hälfte davon, die wird destruktiv. Die wird nicht kreativ, die wird destruktiv, die trinkt zu viel Alkohol und was weiß ich was, wird aggressiv und so. Darum geht es beim Grundeinkommen nicht. Und es geht schon gar nicht um die Frage, ob es gerecht oder fair ist. Ich könnte jetzt was sehr Ketzerisches sagen. Der Begriff der Gerechtigkeit wird maßlos überschätzt. Philosophisch gesehen kann man Gerechtigkeit nicht definieren. Wir haben zwei kulturelle Konzepte von Gerechtigkeit. Das eine ist das liberale Konzept von Gerechtigkeit und das besagt, jeder muss die gleiche Chance kriegen.
Und was am Ende dabei rauskommt, das kann noch so unterschiedlich sein, das ist in Ordnung, weil jeder hatte die gleiche Chance. Das ist das liberale Konzept. Und dann gibt es das sozialistische Konzept, das heißt, gerecht ist, wenn am Ende jeder das gleiche abkriegt. Und alle Gesellschaften des Westens machen einen Spagat zwischen diesen beiden Modellen, indem sie durch Umverteilung ein bisschen von dem Sozialismus in das liberale Modell reinbringen. Aber wo da genau die Mitte liegt, wo da genau die Gerechtigkeit ist, das ist eine reine gefühlsmäßige Angelegenheit. Ist das gerecht, wenn der CEO eines Unternehmens das 10-fache, das 20-fache, das 100-fache, das sieht jeder von Ihnen anders. Das ist nur Gefühl. Da gibt es nicht eine Objektivität, die das in irgendeiner Form herstellt. Und das macht den Begriff der Gerechtigkeit in der Situation prekär. Und das bedingungslose Grundeinkommen ist unter dem Gesichtspunkt der alten Gesellschaft, der Leistungsgesellschaft, ist das nicht gerecht, weil ich sage, ich habe 14 Jahre gearbeitet und was ich als Rente kriege, ist dasselbe, was jemand kriegt, der Zeit seines Lebens nicht gearbeitet hat. Ich will das doch nicht einführen, weil das gerecht ist. Ich will das einführen, um das Schlimmste zu verhindern. Dann würden Sie eigentlich so einen Shift machen in der Werthierarchie, wie Sie sagen, dann sozialer Frieden ist mir wichtiger als Fairness oder eben dieser Wert. Naja, die Fairness ist ja abhängig von der Gesellschaft. Also sollten wir, darüber werden wir noch reden, aber sollten wir in eine Gesellschaft kommen, in der für Millionen und Abermillionen keine Arbeit mehr drin ist, dann kann ich nicht mit dem alten Begriff einer Leistungsgesellschaft diese Frage angehen, weil wir ja in dieser Leistungsgesellschaft dann mehrheitlich gar nicht mehr leben. Und natürlich wird es einen Bewusstseinswandel geben. Das, was wir jetzt unter dem Gesichtspunkt von Tüchtigkeit, von verdient, genau, von Arbeitsleistung begreifen, tun wir seit alles in allem 250 Jahren. Da haben sich die alten Griechen und das Mittelalter keine Gedanken drüber gemacht. Und wir werden vielleicht in eine Gesellschaft kommen, die da auch wieder anders funktioniert, weil die Gesellschaft anders funktioniert. Das ist das, was ich sage. Und dann wird die Durchsetzung am Ende nicht besonders schwierig sein, wenn das Gebot der Stunde es ist. Nur, es ist nicht das Grundeinkommen allein. Das Grundeinkommen allein könnte auch bedeuten, dass die Hälfte der Gesellschaft abgehängt ist und mit einem Grundeinkommen abgespeist wird. Das ist eine Dystopie. Wenn unser Bildungssystem nicht so viele Menschen wie möglich dazu befähigt, aus seinem Leben was zu machen, und zwar ungeachtet von der Frage, ob ich das für Lohn mache oder für intrinsische Motivation, dann kriegen wir ein Riesenproblem. So, Herr Fehr, jetzt, Sie sind Verhaltensökonom, haben das alles untersucht. Kann der Mensch diesen Wechsel machen? Also ich möchte die empirische Grundlage für die Argumentation von Richard in Frage stellen. Es ist so, dass, da würde ich auch viel drauf wetten, ich frage mich, wir könnten ja sagen, du wettest ein Monatseinkommen und ich wette ein Monatseinkommen. Machen wir mehr. Wir schauen uns in 20 Jahren die Entwicklung an. Du bist zu mir gekommen, ich habe ja extra mich ein bisschen vorbereitet für die Diskussion. Da gab es ein Spiegelbild im Jahre 1978, ein Titelbild, da steht, Fortschritt macht arbeitslos. Das war 1978. Und das ist damals schon der Computer drauf gewesen. Und seit es die Industriegesellschaft gibt, gibt es den Strukturwandel. Und als die Fortschritte in der Textilindustrie stattgefunden haben, hier um den Zürichsee herum, da sind die Arbeiter hergegangen, haben diese Fabriken angezündet und gestürmt, weil sie verloren gegangen sind und es bestand die Angst, dass man keine Arbeit mehr hat. Die Angst davor, dass es keine Arbeit gibt, die begleitet den industriellen Kapitalismus, seit es ihn gibt. Und es hat nie gestimmt. Arbeitslosigkeit war nie ein Problem, das über Jahrzehnte angehalten hat, sondern es war immer ein Problem, das durch andere Faktoren, zum Beispiel technischen Fortschritt, der ist disruptiv, die Arbeiter, die im Rust Belt in den USA Trump zum Wahlsieg verholfen haben, die sind arbeitslos geworden, aber gleichzeitig ist es so gewesen, und das hast du ja schön in deinem Referat gezeigt, fast die ganze Bevölkerung der Schweiz waren einmal Bauern. Und was ist heute? Heute sind es weniger als 2-3%. Warum hat das funktioniert? Ja, weil es ist über Jahrhunderte gegangen, dieser Strukturwandel, und er war nicht so disruptiv. Das heißt, ich bin absolut optimistisch, ich schaue eigentlich absolut optimistisch in die Zukunft, dass wir uns die Arbeit nicht ausgehen wird. Ja? Und es gibt, das heißt, die empirische Basis für eine deiner zentralen Thesen hier, die fehlt mir. Und es gibt noch ein Argument, ich habe mich ja kurz vorher, ich muss auch sagen, das beruht nicht alles auf meinem Mist, was ich da sage. Wir haben in Zürich einen der weltbesten
Arbeitsmarktökonomen, der diese Fragen untersucht hat, nämlich Herrn Dorn. Und er hat also gezeigt, dass das wirkliche Problem, das ausgelöst wird durch den technologischen Fortschritt, nicht in der Entstehung von dauerhafter Arbeitslosigkeit besteht, sondern im Verschwinden der Mittelklasse. Das heißt, wir laufen nicht in das Problem rein, dass uns die Arbeit ausgeht, sondern wir laufen in ein Verteilungsproblem rein, das auch nach politischen Lösungen verlangt, die nicht einfach sind. Weil wenn die Mittelklasse uns weggleitet sozusagen, zerstört wird und wir nur noch diese beiden Pole haben, dann ist auch leicht zu sehen, wie sich die Gesellschaft polarisiert. Und ich glaube, dass das eine der großen Herausforderungen sein wird, wie wir mit dieser Ungleichheit, die im Keim, vor allem in den USA, sich ausbildet, weil dort der Wohlfahrtsstaat am wenigsten entwickelt ist. Die Leute haben überhaupt kaum eine Unterstützung bekommen, die dort arbeitslos geworden sind. Das ist ja hier zum Glück in Europa anders, dass das ein großes Problem sein wird. Aber nicht, dass uns die Arbeit ausgeht. Und ein letztes Argument, warum das empirisch fragwürdig ist, das hat damit zu tun, dass das Wirtschaftswachstum war noch nie so niedrig über die längere Frist betrachtet seit 1945 wie heute. Das heißt, Wirtschaftswachstum beruht auf Produktivitätswachstum und in der langen Frist auf wenig anderem, auf nichts anderem. Ja? In erster Linie Produktivitätswachstum, auch Bevölkerungswachstum, aber wenn wir Wirtschaftswachstum als Pro-Kopf-Einkommensanstieg betrachten, dann ist es Produktivitätswachstum. Und das Produktivitätswachstum ist ganz stark, ist erheblich niedriger, als es war zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir einen erheblich mehr technologischen Fortschritt als heute. Das heißt, diese Behauptung, dass wir heute in dieser völlig einzigartigen Situation sind, die so einen riesigen technologischen Fortschritt hervorbringt, dass uns die Arbeit ausgeht, das kann ich nicht glauben, das sprechen einfach zu viele Fakten dagegen. Ich habe vieles andere, was du gesagt hast, super gefunden, aber da bin ich anderer Meinung. Herr Precht, ich bin sicher, Sie haben eine Antwort, weshalb ist es dieses Mal anders? Also Rede und Gegenrede, und das ist ja auch gut, dass wir nicht in allem übereinstimmen. Was scheint mir so wahrscheinlich zu machen, dass das, was ich gesagt habe, eintritt? Also natürlich weiß ich, dass zumindest langfristig in der Geschichte jeder technische Fortschritt zu Produktivitätsfortschritt geführt hat und der Produktivitätsfortschritt zu mehr Beschäftigung. So, also die drei bisher vergangenen industriellen Revolutionen haben die Zahl der Beschäftigten erhöht, jedenfalls die gegen Lohn Beschäftigten. Wir hatten ja früher noch ganz andere Arbeitsverhältnisse. Und es ist ja sogar so, dass die Ökonomen schon Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre das in ein Modell oder regelrecht in ein Gesetz gegossen haben und mathematisiert haben. Das sogenannte Solow-Modell, benannt nach Robert Solow, der genau diese Theorie aufgestellt hat, jegliche Form von technischem Fortschritt führt zu Produktivitätswachstum und Produktivitätswachstum zu mehr Beschäftigung. Und wenn wir so ein paar kleine Ausschläge mal nicht so genau gerechnet, sondern langfristig gucken, dann stimmte das. Und da stellt man sich die Frage, wie kann ich mich hier hinstellen und dann behaupten, dass das beim nächsten technischen Fortschritt anders wird. Weil es eine wichtige Bedingung gab bei diesen drei bisherigen Wachstumsmärkten der Beschäftigung. Und zwar, die Welt wurde größer. Die erste industrielle Revolution hat Länder, die überwiegend für den Eigenbedarf produziert haben, zu Global Playern gemacht. Die Niederlande, England, mit einiger Verzögerung Frankreich und Deutschland. Das heißt, durch die industrielle Revolution wurden riesige Absatzmärkte geschaffen, neue Rohstoffe wurden entwickelt, dadurch, dass man aus der ganzen Welt die Rohstoffe bekommen konnte. Und als die zweite gravierende industrielle Revolution war, also der Beginn der seriellen Massenproduktion, also das, was wir mit den Fließbändern bei Ford miteinander assoziieren, ging es darum, dass arme Gesellschaften mittelschichtsfähig wurden langfristig und dadurch völlig neue Absatzmärkte innerhalb der Gesellschaften geschaffen wurden. Das heißt, wir hatten ein unglaubliches Wachstum parallel zu dieser Technik. Und ich frage mich, wird die Digitalisierung im gleichen Maße Wachstum treiben? Das heißt, welche neuen Märkte werden denn erschlossen? Wir erschließen durch die Digitalisierung weitgehend keine neuen Märkte, sondern wir machen bestehende Märkte effektiver. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu den anderen drei technologischen Revolutionen. Und das ist der Grund. Nun ist es ja so, ich mache keine wissenschaftlichen Studien und natürlich höre ich den Experten gerne zu. Was ich kenne, ist eine ganz kleine empirische Basis. Das sind die 60, 70 Vorträge, die ich im Jahr für Unternehmen halte, über die Digitalisierung. Dann höre ich mir an, was vorher an Vorträgen alles erzählt wird, wie die Unternehmen umstrukturiert werden, um zukunftsfähig gemacht zu werden und so weiter. Und anschließend trinkt man Wein miteinander
Und dann sind die gleichen CEOs, die vorher noch gesagt haben, ja, also die üblichen Sprüche, die man dann hört, die beste Form, die Zukunft vorherzusehen, ist sie zu gestalten und so weiter, die sagen dann nach dem zweiten Wein, ja, ich bin froh, dass ich hier in 5 Jahren raus bin. Ja, und die sagen das, weil die Banken, die Versicherungen und so weiter sagen, wir brauchen mehr als die Hälfte unserer Leute nicht mehr. Und wenn ich das hochrechne, und ich könnte noch viele andere Branchen dazuzählen, also nicht nur alle Taxifahrer und die Automobilindustrie, die durch das selbstfahrende Auto völlig marginalisiert werden, das sind 2 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland und in Österreich und so weiter, dann sehe ich ja überall, und jetzt muss auf der anderen Seite, müssen diese zukünftigen Berufe alle entstehen, die das alles auffangen. Ein Riesenheer von ehemaligen Dienstleistern, die jetzt in Zukunft vorher Taxifahrer waren und in Zukunft jetzt auf den Arbeitsmarkt rennen und für die ich jetzt die Millionen neuen Jobs erfinde. Was sind die neuen Jobs? Die neuen Jobs entstehen im sogenannten quartären Sektor, also im Bereich der höherrangigen oder höchstrangigen Dienstleistungsberufe, Projektmanagement, ja, einen Flughafen pünktlich fertig bauen und so. Das sind sozusagen die zukünftigen Sachen, die entstehen. Das sind ja noch nicht mal die Programmierer, weil ja völlig klar ist, dass schon in wenigen Jahren das mehr und mehr sein wird, dass Roboter Roboter programmieren oder Computer Computer programmieren. Also es ist noch nicht mal so, dass Informatik jetzt das richtige Studium sein muss. Und wenn ich mir diese ganze Entwicklung einschließlich dessen, was ich da überall sehe, dann sehe ich zwar neu entstehende Jobs, aber ich sehe, dass die Leute erstmal, die ihren Job verlieren, für diese Jobs nicht ausgebildet sind und auch nicht durch Umschulung ausbildbar sind. Also selbst wenn es stimmt, dass all die neuen Jobs entstehen, sehe ich erstens noch nicht, wer in unserem herkömmlichen Schulsystem in der Lage ist, in denen zu arbeiten. Und ich sehe gleichwohl ein Heer von Millionen von Leuten, für die, für das, was sie können und was sie in ihrem Leben noch lernen können, keine Arbeit mehr da ist. Also, ich muss darauf... Noch ganz kurz, weil da möchte ich nachher anhängen. Ja. Aber ja. Ganz kurz noch. Also, in dem Punkt gebe ich dir recht, dass die Leute, die jetzt 30, 40, 50 Jahre alt sind und ihren Job verlieren, dass die nicht so leicht Arbeit finden. Da hast du völlig recht. Das heißt, das ist ein sozialpolitisches Problem. Wir wissen auch, dass Umschulungen generell nicht gut funktionieren. Wir wissen, dass die staatlichen Umschulungsprogramme keine sehr großartigen Wirkungen entfalten. Aber der Fehler, den du machst, der besteht darin, all die beredten Argumente, die du jetzt bringst, die konnte man bringen bei jeder technischen Revolution, die wir durchgemacht haben. Da hat es blumige Beschreibungen gegeben, genauso blumig wie deine jetzt, die gesagt haben, es werden hunderttausende Jobs vernichtet und wir werden keine Arbeit finden. Ja, es ist richtig. Der Drucker in der Druckindustrie ist ein schönes Beispiel. Die Drucker sind praktisch komplett ausradiert worden, Anfang der 80er Jahre in der Druckindustrie. Und was man halt gemacht hat, ist, man hat mit Frühpensionierungsregelungen, allen möglichen sozialpolitischen Eingriffen, hat man das versucht abzuglätten in Deutschland, weil der 49-jährige Drucker, der hat in der Regel keinen neuen Job mehr gelernt. Aber wenn ich das einmal so ausdrücken darf, das ist ein Problem dieser Generation und das ist ein sozialpolitisches Problem, mit dem wir umgehen müssen, aber das ist nicht das Problem der jungen Generation. Da kann das Schulsystem durchaus darauf reagieren, auf die Skills, die der Arbeitsmarkt braucht. Und das hat es auch. Ich meine, was gegen das spricht, was die ganze Geschichte der letzten 250 Jahre spricht gegen deine These. Die ganze Geschichte der letzten 250 Jahre, weil der Kapitalismus ist eine einzige Geschichte des Produktivitätsfortschritts. Wenn man sich eine Grafik anschaut, die letzten 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte, und sich anschaut, wie hoch war die Produktivität oder das Pro-Kopf-Einkommen, und ich würde die auf die Wand projizieren, dann würde ich mehr als 9000 Jahre lang, würden wir ganz nahe bei der Nulllinie sein, weil die Leute barely überlebt haben, die haben kaum überlebt, so niedrig war der Lebensstandard. Und die letzten 250 Jahre geht es rauf in ungeahnte Höhen. Und trotzdem ist die Beschäftigungsquote, und um die geht es, der Prozentsatz der Bevölkerung, der Arbeit findet, der ist, wenn man von diesen Ausnahmesituationen absieht, wie die Weltwirtschaftskrise, wo die Politik alles verbockt hat und wo wir heute zum Glück, wir hätten ja können in eine Weltwirtschaftskrise kommen in 2008, wenn die Politik ähnlich reagiert hätte, dann wären wir heute dort, wo wir 1939 waren vielleicht, mit 20% Arbeitslosen. Wo sind wir heute in den USA? Die Notenbank hat richtig reagiert. Wir sind bei 4,5% Arbeitslosigkeit. Das ist enorm. Das heißt,
Wir haben praktisch Vollbeschäftigung in den USA. Ist nur der Trump, der das noch nicht kapiert hat, weil er jetzt noch mal Ausgabenprogramme machen will, um die Inflation noch mehr anzutreiben, statt die Beschäftigung zu erhöhen. Es ist sozusagen auf Papier gebaut, diese Hypothese. Ich habe gesagt, kurz. Hast du keine Angst? Wenn du jetzt alle davon überzeugst, einschließlich alle Schweizer Politiker, und keiner baut vor, weil sie sich darauf verlassen, dass das, was 250 Jahre gut gegangen ist, auch mit Sicherheit, weil das immer so war, genauso weitergeht. Also würdest du nicht zumindest, sozusagen der Vorschlag zur Güte, sagen, wir sollten das gesamte alternative Szenario auf jeden Fall entwickeln, weil so sicher du dir bist, jetzt gefühlt, ja, weil Fakten haben wir ja beide nicht, können wir ja beide nicht sagen. Natürlich gibt es Rechnungen und sowas, aber wir haben beide keine Glaskugel. Aber meinst du nicht, die Gesellschaften müssten sich zwingend darauf vorbereiten? Oh, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass wir Denkfabriken haben, Workshops haben, um dieses Thema zu diskutieren. Und ich glaube, wir haben auch keine guten Lösungen derzeit, wie wir diese Verteilungsproblematik in den Griff bekommen. Es ist so, dass es ist ja kein Zufall, dass seit der Schulz gesagt hat, im Land herrscht Ungerechtigkeit, in Deutschland plötzlich die SPD von 20 Prozentpunkten auf über 30 Prozentpunkte gestiegen ist. Da ist etwas in der Luft. Die Leute fühlen, es gibt eine Art gefühlte Ungerechtigkeit. Und die hat schon damit zu tun, dass es mehr prekäre Jobs gibt auf der anderen Seite. Und auf der gegenüberliegenden Seite gibt es sozusagen die Leute, die eine akademische Ausbildung haben, die einen Bachelor haben, einen Fachhochschulabschluss. Die können enorm gut verdienen. Das heißt, die Prämie, den Lohnunterschied, den es gibt zwischen den Leuten, die eine gute Ausbildung haben, und den Leuten, die eine prekäre Ausbildung haben, die ist ständig gestiegen die letzten 20 Jahre, auch in den USA. Und das führt dazu, auch in Deutschland, dass wir ein Gefühl der Ungerechtigkeit haben. Und wir müssen, glaube ich, da lebt natürlich der Populismus auf, und wir müssen Lösungen haben für dieses Verteilungsproblem. Und das wird auch nicht von allein gelöst werden. Da braucht es kluge Ideen, und über die muss man nachdenken. Genau, ja. Und jetzt sind wir bei den Verteilungsproblemen. Ich komme zurück, ich weiß, das ist Ihr Lieblingsthema, was Sie jetzt gerade diskutieren, aber ich komme auf die Werte zurück. Sind wir fähig, den Wert der Leistungsgesellschaft zu wandeln, dass eben nicht mehr Leistung zählt? Sind wir fähig dafür? Sind wir fähig für zukünftige... Muss ich das überhaupt? Sie nicht, ja. Herr Precht. Also, um das Pferd mal von der anderen Seite aufzuzäumen. Ich finde ja, eine Gesellschaft, in der die Hälfte der Bevölkerung keine blöden Jobs mehr machen muss, super. Also wir wollen das ja jetzt mal von der positiven Seite sehen. Alte Menschheitsutopie. Also das stammt mitten aus der industriellen Revolution. Die Frühsozialisten haben das plakatiert. Die Maschinen arbeiten, die Arbeiter singen. Ja? Ist das nicht großartig, dass die Leute jetzt, wir reden jetzt über den frühen Marxismus, wir reden jetzt nicht über sozialistische Katastrophenstaaten. Der frühe Sozialismus hat den Kommunismus definiert, Marx und Engels, 1847. Kommunismus ist, wenn ich morgens Schafe hüte, mittags fischen gehe und abends Bücher kritisiere, ohne doch je Hirte, Fischer oder Kritiker werden zu müssen. Gemeint ist, sozusagen die ideale Gesellschaft ist eine ideale Gesellschaft, in der ich nicht ein Leben lang die gleiche Arbeit entfremdet für Lohn machen muss. Und wenn wir in eine solche Gesellschaft kommen sollen, und wenn ich jetzt mir sozusagen gucke, wo sind die Hipster bei uns am Prenzlauer Berg oder sowas, die dann irgendwie da sitzen, Laptop aufgeklappt, ja, Frau im Trümmerfrauen-Look, ne, Kinder da rum, so die Wollmützen-Jungs und so weiter, ja, Latte Macchiato in der Hand, und was machen die Projekte? Die leben ja sozusagen schon diese frühsozialistische Utopie. Und diese Vorstellung, dass wir in eine Gesellschaft kommen, in der sozusagen diese lebenslangen Beschäftigungen aufgelöst werden in etwas anderes oder vielleicht auch in Phasen, wo ich über ausreichend Geld verfüge in Zeiten, in denen ich mal gerade keiner Lohnarbeit nachgehe, wäre ja in jedem Fall eine positive Utopie. Und übrigens genau, was Ernst Fehr gerade angesprochen hat, natürlich eine Verteilungsfrage. Wie ermöglicht man das? Denn eins ist klar, in einem Punkt haben wir überhaupt keinen Dissens. Die Digitalisierung wird die Produktivität enorm erhöhen. Das heißt also, das, was zu verteilen ist, dieser Kuchen, der wird größer, größer, größer und größer. Und wir sind uns auch einig, dass er im Augenblick immer schlechter verteilt wird. Ich meine, die Gesellschaft muss sich
muss einen Mechanismus finden, wie wir die Produktivitätsfortschritte konsumieren. Wir können die konsumieren mit mehr Freizeit oder mit mehr Gütern. Ich meine, das ist das tägliche Brot, das ich als Ökonom sozusagen predigen muss, weil es einfach so ist. Ich kann sozusagen natürlich, es kann sein, dass wir in Zukunft mehr Freiheit haben wollen, mehr Freizeit haben wollen, durch die enormen Produktivitätsfortschritte, und das muss die Gesellschaft demokratisch ausdiskutieren. Da gibt es keinen Gegensatz. Es gibt nur sozusagen zum bedingungslosen Grundeinkommen vielleicht noch. Ich meine, es ist schon so, dass es viele Leute gibt, die, wenn der Zwang entfällt, die kreativ werden. Aber ich kenne auch diese Wohngemeinschaften aus der Zeit der Studentenbewegung, die nichts anderes gemacht haben, als sich vollgeraucht haben die ganze Zeit, ja, mit Haschisch und anderen Rauschmitteln. Das gibt es auch. Meine Prognose wäre, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, dann hätte das für einen Teil der Bevölkerung fantasiebefreiende Wirkung, die würden produktiv und kreativ werden, aber für einen anderen Teil der Bevölkerung, da würde ich fürchten, dass wir eine Subkultur schaffen von Leuten, die nichts anzufangen wissen mit ihrer Zeit. Ja? Und das ist auch ein Problem. Das wollen wir nicht. Ja? Die Leute, die sich auch nicht gewertschätzt fühlen, weil sie ja sozusagen keinen Output produzieren. Ich meine, letztlich wollen wir ja alle eine Art von Wertschätzung, und die erhalten wir von den anderen. Das ist ja auch wieder eine Wertfrage, oder? Aber die Zeit drängt, weil ich möchte auch, dass Sie noch Fragen stellen können. Ich mache jetzt wirklich, was uns alle immer wieder beschäftigt, ist im Moment, es gab die Zeit, Anfangs 30er Jahre, Sie haben den Vergleich schon gebracht, da gab es eine Wirtschaftskrise, da war die Not groß. Herr Precht, Sie haben heute die Not von vielen Menschen gesagt, die spüren, es ist Umbruch, es ist viel Not da. Damals gab das Auftrieb faschistischen und auch nationalistischen Werten. Wenn ich herumhöre, merke ich, das beschäftigt sehr viele Leute. Es gibt Auftrieb diesen Werten. Und was können wir da tun? Sind wir heute besser gewappnet? Also ich würde noch mal ein Unterschied zwischen Rechtspopulismus und Faschismus machen. Ich würde das jetzt nicht gleichsetzen. Und eines ist wichtig, der Faschismus hatte damals in Deutschland eine Chance, weil er den Leuten wirtschaftlich real etwas versprechen konnte. Es gab einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung durch den Faschismus, nämlich dadurch, dass diese ganze Wirtschaftsförderung von Anfang an auf die Bodenschätze im Osten, also auf den Krieg, angelegt war. Und dadurch entwickelte sich ein enormer Wirtschaftsboom. Das heißt also, der Faschismus war aus der naheliegenden Perspektive der Leute ein ökonomisch vielversprechendes Modell. Das unterscheidet ihn von den Rechtspopulisten heute. Donald Trump hat kein erfolgreiches Modell anzubieten. Ja, außer zu sagen, wir ziehen die Decke über den Kopf. Also wir machen 30% Zölle auf deutsche Arbeit. Was passiert daraus? Auf diese Art und Weise mache ich aus den USA ein Industriemuseum. Ja, ein Jurassic Park des Kapitalismus. Ich schaffe auf diese Art und Weise nicht eine ganz reale Vorstellung davon, wie Amerika wieder auf die Beine kommen könnte. Das wird nicht funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, hat es zwei Effekte. Der eine Effekt wird dann sein, dass man solche Leute nicht wieder wählt, aber der zweite wird sein, dass die Leute, die ihn gewählt haben, sich zum Teil radikalisieren werden, aber nicht politisch. Ich befürchte viel mehr in vielen Regionen in den USA, dass so dieses, wir müssen das selber in die Hand nehmen und so Milizen sich gründen und sich an Leuten rächen oder Aktionen machen oder so. Also solche Art von sozialer Klimaverschärfung erwarte ich. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, also wenn ich mir vorstellen würde, die AfD würde Deutschland regieren. Was würden die wirklich machen? Man versucht immer zu sagen, sie seien Faschisten. Ja? Aber warum sagt man nicht einfach, erzählt doch mal, was wollt ihr denn eigentlich machen? Wollt ihr aus der Europäischen Union austreten? Deutschland, der größte Gewinner global der Europäischen Union? Wollt ihr das wirklich machen? Nein, das wollen die nicht wirklich machen. Aus der NATO austreten? Nein, das wollen sie auch nicht. Nicht mal die Linkspartei würde aus der NATO austreten. Also die Frage ist, was würden sie denn ganz konkret machen? Sie wollen die deutschen Werte wiederherstellen. Heißt das, die Frauen aus dem Arbeitsmarkt rausnehmen, damit sie als Mutti wieder zu Hause sind? Ein Schulsystem, wo die Gewalt noch vom Lehrer ausgeht?
Ja? Also was für eine Art von Vorstellung sollen wir denn realisieren? Wir wollen keine Ausländer haben, das heißt keine Syrer, okay. Und was ist mit Dönerbuden? Werden die zugemacht und Pizzerien geschlossen und so weiter? Also wenn man sich das ernsthaft durchsieht, dann sieht man, dass das keine realistische Politik ist. Und solange sie ökonomisch nichts anzubieten haben, sind sie langfristig nicht gefährlich. Und das ist der große Unterschied zu den Versprechungen, die Hitler gemacht hat, die Franco gemacht hat oder die Mussolini gemacht hat. Ich möchte noch hier gerade anhängen, oder was ich mich schon frage. Sie sagen, die Politiker sind jetzt gefordert, die Politik ist, wir sind alle gefordert, aber die Politik ist gefordert. Sie kratzen aber an den alten Werten, sie gehen zurück statt vorwärts. Das hat es ja noch gar nie gegeben, dass eben ein Politiker gewonnen hat, der eben gesagt hat, wir streben eine neue Arbeitsgesellschaft an. Nicht mehr die Leistung zählt, sondern etwas anderes. Also wenn man so vorwärts denkt, hat ein Politiker keine Chance. Wenn es um die Verteilung geht, wenn er anders verteilen will, er hat gar keine Chance. Gibt es so überhaupt? Ja, aber die Verteilungsfrage ist die Sensibilität sehr hoch. Er hat eine Chance, hat er, aber im Augenblick keine Rezepte. Okay, aber jetzt, welcher Politiker wird es schaffen? Was muss er tun, dass er trotzdem gewählt wird? Ja gut, ich meine, irgendjemand hat einmal demokratische Politik als Piecemeal, Social Piecemeal Engineering bezeichnet. Das sind kleine Schritte, kleine Schritte. Ich meine, wie haben wir die Sozialversicherung eingeführt? Wie haben wir die Krankenversicherung eingeführt? Das ist ja alles nicht von heute auf morgen gegangen. Die Schweiz im Jahre 1890, was hatten wir an wohlfahrtsstaatlichen Institutionen? Das sind ja alles langsame Schritte. Wahlrecht der Frauen, ja, wie lange hat es gedauert? Das ist eben die demokratische Politik, das braucht eben Zeit. Aber ich glaube, es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt zu verzweifeln, weil wenn ich die langfristige Situation anschaue, dann ist es mit Auf und Abs im Großen und Ganzen immer aufwärts gegangen. Ja, das ist sozusagen heute, wir haben immer noch sehr viel Armut auf der Welt, aber es sind noch nie so viele Menschen wie die letzten 20 Jahre aus der Armut geholt worden. Das muss man auch mal dazu sagen. Das ist ja extrem auch eurozentristisch, wie wir hier diskutieren. Es sind hunderte Millionen von Menschen, die früher weniger als einen Dollar pro Tag verdient haben, die haben jetzt einen anständigen, unter Anführungszeichen, Lebensunterhalt. Und das sind enorme Verdienste der Entwicklung der letzten Jahre, die man auch in den Mittelpunkt stellen muss. Natürlich, ich muss sagen, ich habe angefangen, New York Times zu lesen, seit der Trump die Wahl gewonnen hat, und ich schaue jeden Tag rein, ob er wieder ein Gerichtsurteil gibt, das ihn stoppt und so weiter. Es besorgt mich auch, aber gleichzeitig ist es so, dass es auch ermutigende Zeichen gibt. Und es gibt die Zivilgesellschaft, wir haben auch in der Schweiz zivilgesellschaftliche Erfolge gehabt die letzten Jahre, die sich regt, und das ist letztlich das einzige Rezept, das wir haben. Die Mobilisierung der Zivilgesellschaft gegen diese postfaktischen und negativen populistischen Tendenzen. Meine Frage, ich hab in der Frage zum Politiker, oder? Ach so, zum Politiker. Ja, gerne. Naja, also... Also was muss das ist ja so ein bisschen auf der Kippe. Dass er einen Wandel, einen Wertewandel vorantreiben kann. Naja, ich weiß gar nicht, ob wir einen Wertewandel brauchen, weil in der Frage, was sind die richtigen Werte, da könnten wir heute Abend eine Agenda machen, da würden wir dieselben 6, 7 Sachen draufschreiben, da würden wir uns überhaupt nicht in irgendeiner Form drüber streiten. Es ist übrigens interessant, mal ganz grundsätzlich gesehen, also in sehr wichtigen Dingen haben die Menschen global dieselben Werte. Ja, was die Grundwerteentscheidung, also die, überall in der Welt gilt das Schöne mehr als das Hässliche. Ja, und überall das Reine mehr als das Schmutzige. Und überall gilt Barmherzigkeit wichtiger als Hartherzigkeit. Und Loyalität ist wichtiger als Verrat. Und überall findet man, du sollst nicht lügen und du sollst nicht töten und so weiter. In diesem Punkt weichen die Menschen nicht voneinander ab, sondern in der Ausführung. Ja, ob man Frauen dazu zählt und was weiß ich was, sozusagen, wenn es ums Detail geht. Ja, in dem Moment. Achtung, jetzt fangen wir ein neues Thema an. Nein, aber ich will sagen, in dem, wonach die Menschen streben, also was gibt ihnen das Gefühl, moralisch gut zu sein? Ja, wenn ich großzügig bin, fühle ich mich moralisch gut, und das ist mehr oder weniger überall in der Welt gleich. Ja, und wenn ich mich um meine Freunde kümmere, fühle ich mich gut. Ja, und wenn ich mutig bin, ja, und nicht feige. Also diese Dinge, da unterscheiden die Menschen sich nicht grundlegend. Und es ist interessant, was wir für eine enorme kulturelle Vielfalt haben, obwohl diese Achsen überall die gleichen sind. Wir brauchen keine neuen Werte. Ich,
Ich stimme dem völlig zu und ich glaube nicht, dass wir heute ein Werteproblem haben. Ich glaube, dass wir das Problem haben, wie wir mit der Verunsicherung eines Teils der Bevölkerung umgehen können und was wir für Politiklösungen dafür anbieten wollen. Wir haben in einer Hinsicht ein Problem, das wertebezogen ist, und das hat damit zu tun, dass durch die Migration Leute aus verschiedenen Kulturkreisen zusammenkommen, die sehr unterschiedliche Wertvorstellungen haben. Zum Beispiel, was das Zusammenleben von Mann und Frau angeht, was das Verhältnis von Eltern zu Kindern angeht. Und es gibt Kulturen zum Beispiel, ich beschäftige mich selbst mit diesem Thema, wo die Mädchen zum Beispiel systematisch beschnitten werden und damit fürs Leben geschädigt werden. Das heißt, da sind Normen und Wertvorstellungen werden da mitgebracht, die inkompatibel sind mit unseren Vorstellungen. Ja? Genau. Und hier gibt es einen Wertekonflikt und diesen Wertekonflikt muss man austragen. Und hier, by the way, was hier dazu kommt, ist auch zum Beispiel Gleichheit von Mann und Frau. Die meisten Leute in diesem Raum würden oder alle würden das unterschreiben. Das mag anders sein in Saudi-Arabien. Und wenn jetzt Leute aus einem anderen Kulturkreis zu uns kommen, dann stellt sich die Frage, welches Ausmaß an Toleranz bringt die Gesellschaft diesen Vorstellungen gegenüber. Meine Haltung zu diesem Thema ist relativ klar. Ich glaube, man kann nicht relativistisch argumentieren. Ich kann nicht diese anderen Werte akzeptieren. Und das ist dann letztlich ein Konflikt. Da gibt es Inkompatibilität. Es kann nur um die Frage gehen, wie kann man Leute, aus meiner Sicht, wie kann man sozusagen Werteassimilation hier herbeiführen? Also wie das kann man auch vermitteln, oder? Ja, es ist vermitteln. Also wenn es darum geht, dass jetzt zum Beispiel ein konkretes Beispiel, es kommen Familien hierher, die beschneiden ihre Mädchen. Sollen wir das akzeptieren in der Schweiz? Natürlich nicht. Das kann ich nicht akzeptieren. Die Frage kann nur lauten, wie gehe ich pragmatisch vor, dass ich das Problem löse, dass diese Familien das nicht mehr machen. Und da kann es sein, dass zum Beispiel das Verbot und das ins Gefängnis stecken der Mutter oder der Eltern nicht die richtige Lösung ist. Ist wahrscheinlich nicht die richtige Lösung. Man muss hier andere Lösungsformen finden. Ja? Aber da geht es nicht darum, dass ich die anderen Werte akzeptiere. Da geht es darum, wie bringe ich die Menschen dazu, von sozial schädlichen moralischen Vorstellungen, die es auch gibt, abzulassen. Das ist eigentlich die einzige Frage. Sie haben ja zum Schluss noch so eine schöne Studie gemacht. Also eine schöne, aber eine interessante, mit den Beschneidungen der Mädchen. Ja, was wir gemacht haben dort, also das ist eine Frage, die UNICEF ist ja zu uns gekommen, hat uns gefragt, wie könnt ihr uns helfen? Und wir haben in dem Zusammenhang ein Forschungsprojekt gemacht, zusammen mit zwei Mitarbeitern von mir, Herr Effersen und Frau Vogt, wo wir Filme konstruiert haben, weil man weiß heute, dass sogenannte Soap Operas und Filme, Vorbilder in Medien, in Filmen, einen enormen Beitrag zum kulturellen Wandel leisten können. Das heißt Role Models, positive Role Models in Filmen können einen enormen Beitrag zum sozialen Wandel leisten. Und das sind keine Aufklärungsfilme, das sind Unterhaltungsfilme. Die Leute lieben es, sie anzuschauen und deshalb schauen sie auch alle an. Sie freuen sich schon auf die nächste Serie und da treten dann beispielsweise starke Frauen auf oder Frauen, die sich nichts gefallen lassen. Und dann denkt sich halt die eine oder andere Frau, die in Brasilien regelmäßig, das ist brasilianische Daten, vielleicht regelmäßig von ihrem Macho-Mann verprügelt worden ist, ich lasse es mir auch nicht mehr gefallen. Ja? Und man kann hier klug intervenieren, indem man zum Beispiel Kulturwandel herbeiführt, aber es kann nicht um die Frage gehen, passen wir uns anderen Werten an. Die Menschenrechte, die sind für mich unverhandelbar. Aber Sie haben jetzt ein Mittel aufgezeigt, eben wie man kann, so entgegengesetzte Werte vermitteln könnte. Nein, ich will nicht vermitteln. Ich will nicht vermitteln. Ich will nicht sagen, dass die anderen Recht haben, sondern ich will, also was wir gemacht haben in dem Film ist Folgendes. Wir haben, das wird ja nicht diskutiert, wenn ein Mädchen beschnitten wird im Sudan, dann wird es einfach beschnitten und die Eltern diskutieren nicht drüber, weil das ist schon früher gemacht worden, bei mir ist es auch gemacht worden und in Zukunft machen wir es auch. Allein die Tatsache, dass in diesem Film die Eltern und die nähere Verwandtschaft über dieses Thema diskutiert hat, war schon ein Tabubruch. Und der Film war nicht anklagend, sondern er war diskursiv angelegt. Man hat gezeigt, welche schwierigen Konflikte auftreten bei Leuten,
die sozusagen sehen, dass sie ihrer Tochter Leid antun, und gleichzeitig gibt es diese kulturellen Traditionen, die verlangen, dass sie ihrer Tochter Leid antun. Und dieser Diskurs hat dazu geführt, dass, wir konnten das messen dann, dass es zu einem Kulturwandel gekommen ist durch diesen Film. Es gibt Möglichkeiten, Kulturwandel herbeizuführen, aber dazu muss man sich auch sozusagen in Denkfabriken Gedanken machen, und um das sozusagen klug zu implementieren. Ich danke vielmals. Ich möchte jetzt wirklich, ich weiß, wir sind schon ein bisschen verspätet, und dennoch, ich würde sehr gerne die Diskussion noch öffnen, weil ich bin sicher, da brennen so viele Fragen bei vielen Menschen, so viele aktuelle Unsicherheiten. Ja. Gibt es ein Mikrofon? Ja, ich glaube, wir sollten das Mikrofon. Dankeschön. Herzlichen Dank für diese interessante Diskussion. Ich möchte nochmals auf die vierte industrielle Revolution zurückkommen. Und da sind wir uns ja nicht ganz einig geworden. Geht die Entwicklung jetzt einfach immer so schön weiter, wie es jetzt 200 Jahre gelaufen ist? Oder kommt sie eben irgendwo zu einem Ende, vielleicht sogar drastisch zu einem Ende? Ich denke, da sind noch ein paar Elemente nicht genannt worden. Zum Beispiel, wenn Wachstum ewig weitergehen soll, dann müsste ja auch die Quelle des Wachstums irgendwie ewig vorhanden sein. Und wenn wir jetzt schauen, was die neuen Technologien können, die können immer mehr. Also die Maschinen haben zuerst mal die menschliche Kraft ersetzt. Früher haben viele Leute mit ihrer menschlichen Kraft gearbeitet, und dann wurden die ersetzt von Maschinen. Die fanden sozusagen keine Stellen mehr. Ein paar von denen, die noch mit Kraft arbeiten, stehen jetzt da draußen. Aber sonst sind viele auf Dienstleistungen umgestiegen oder in die Industrie, wo sie handwerklich tätig waren oder eben mit dem Kopf gearbeitet Welches haben. Welches ist die Frage? Entschuldigung, ich habe nicht so... Ja, Entschuldigung, ja. Entschuldigung. Und dann kam das Rechnen, das ersetzt wurde. Jetzt wird und jetzt die Frage? Ersetzt und so weiter und so fort. Irgendwann gehen uns die Kompetenzen aus, die uns noch zur Auswahl stehen, wenn wir berufstätig sein wollen. Da müssen wir irgendwie alle super sozialkompetent und unternehmerisch kompetent sein, dass wir vielleicht noch auf dem Arbeitsmarkt fähig, also attraktiv sind. Mhm. Also es gehen uns da nicht irgendwann die Kompetenzen aus? Es geht nicht darum, ob die Kompetenzen ausgehen. Es ist auch eine falsche Vorstellung zu sagen, das Wachstum muss ewig weitergehen. Das habe ich nicht gesagt. Produktivitätsfortschritt kann auch umgesetzt werden, zum Beispiel in ökologische Investitionen. Wir können die Umwelt sauberer machen. Wir sind in der Lage, der technische Fortschritt ist eine großartige Sache. Der gibt uns die Möglichkeit, etwas für die Umwelt zu tun. Er gibt uns die Möglichkeit, etwas mehr Freizeit zu haben, wenn wir wollen. Er gibt uns aber auch die Möglichkeit, mehr Güter und Dienstleistungen zu konsumieren. Und das muss die Gesellschaft im politischen Prozess unter sich aushandeln. Aber es heißt überhaupt nicht, dass Produktivitätswachstum Wirtschaftswachstum heißt. Im Prinzip, wir können dieses Produktivitätswachstum auch für andere Zwecke verwenden. Das ist eine politische Entscheidung, die wir frei sind zu treffen und wo wir wahrscheinlich einen konfliktiven Diskurs führen in der Gesellschaft, weil es unterschiedliche Vorstellungen gibt. Aber das ist wichtig, dass man das versteht. Ja. Herr Brecht, möchten Sie auch noch? Oder sonst? Ich kann dem... Ja, kommt das Mikro? Ich kann dem jedenfalls nur beipflichten. Und Ernst hat ja auch gerade unterschieden zwischen verschiedenen Ressourcen, die man steigern kann oder nicht. Und es muss ja nicht sein, dass eine Gesellschaft meint, sie bräuchte mehr Zeug. Es kann ja auch sein, dass sie meint, sie bräuchte mehr Zeit. Das hast du gerade mit deinen eigenen Worten etwas anders ausgedrückt. Ich habe das jetzt etwas verkarlauert, verkürzt. Also die Frage, was sozusagen qualitatives Wachstum ist, die ist nicht vorgezeichnet, sondern die ist ein politischer Bestimmungsprozess. Die Frage, in welchen Bereichen wir Digitalisierung wollen oder nicht. Wollen wir eine digitalisierte Altenpflege wie in Japan? Ja, da ist man dabei, das im Eiltempo einzuführen, weil das natürlich in einer gerontokratischen Gesellschaft, wo es so viel Alte gibt, natürlich wunderbar ist, wenn die Roboter im Pflegeheim arbeiten. Das ist in Japan schon recht weitgehend der Fall und das wird sich noch weiter steigern. Da würden viele von Ihnen sagen, Gott sei Dank habe ich genug verdient, dass ich mich nicht vom Roboter pflegen lassen muss. Ich möchte aber auch, dass diejenigen, die wenig verdient haben, sich nicht vom Roboter pflegen lassen müssen. Also da gibt es ganz, ganz viele Entscheidungen, die die Gesellschaft fällen muss und wo wir aufpassen müssen, dass wir die technische Entwicklung nicht erwarten wie den Regen. Ja, dass wir sagen, das kommt, aha. Sondern wir müssen alles das, was kommt, gesellschaftlich begleiten in der Frage, was von dem, was da kommt, setzen wir für was ein.
Was ist gut an dieser Technologie? Was ist ein Problem an dieser Technik? Was machen wir, was machen wir nicht? Und natürlich die von Ernst angesprochene ökologische Frage, völlig klar. Also das ganze wunderbare Wachstum, und ich habe da überhaupt nichts Kritisches zu sagen, die Erfolgsgeschichte der letzten 250 Jahre zahlt diesen enormen ökologischen Preis, den sie dauerhaft nicht zahlen kann, weil in dem Versuch, die Gesellschaft zukunftsfähig zu machen, vergessen wir, sie enkeltauglich zu machen. Das heißt, bei lauter Zukunftsfähigkeit kommt am Ende etwas dabei raus, wo wir nicht wollen, dass unsere Enkelkinder in dieser Gesellschaft leben müssen. Ich danke vielmals. Ich möchte gerne noch zwei Fragen. Wer? Ja. Wir haben relativ viel über Populismus und Polemik gesprochen und haben gesagt, dass man denen die Zähne ziehen kann durch eine geschickte Politik, die diese Verteilungsungleichheiten beseitigt, entgegenkommen kann. Post-Truth haben wir relativ wenig drüber gesprochen und ich sehe es als ein fundamentales Problem, dass eigentlich Fakten momentan nicht mehr besonders viel zählen, zumindest in der Diskussion. Ja? Zumindest sieht es ein gewisser Teil der Gesellschaft so. Wenn man sich zum Beispiel Climate Change anschaut, die Diskussion über Climate Change in den USA, wie kann man dem entgegnen? Was ist hier das Mittel? Gut, ich habe eine Bemerkung, die ich dazu machen möchte, ist, dass es den Stammtisch immer schon gegeben hat. Und am Stammtisch hat noch nie die Wahrheit sozusagen reagiert, sondern da hat vor allem das Vorurteil regiert. Der Unterschied besteht darin, dass der Stammtisch über das Internet nun globalisierungsfähig geworden ist. Und die Frage ist jetzt wirklich, wie man damit umgehen kann. Ich habe auch keine Rezepte dafür, außer dass du... Letztlich brauchst du soziale Bewegungen. Letztlich brauchst du soziale Bewegungen, zivilgesellschaftliche Reaktionen, die sich für etwas einsetzen. Denn die Geschlechtergleichheit, die hätte es nicht gegeben, wenn es nicht Normenunternehmer, nenne ich das, wenn es nicht Political Entrepreneurs gegeben hätte, die soziale Bewegungen ins Leben gerufen haben, denen diese Dinge ein Anliegen waren. Die ökologischen Fortschritte, die hätte es nicht gegeben, wenn es nicht grüne Parteien gegeben hätte, die den anderen Parteien sozusagen das Wasser abgegraben haben. Da mussten die Themen selbst aufnehmen. Und in derselben Weise brauchen wir, auch bei all diesen anderen Fragen, brauchen wir zivilgesellschaftliche Reaktionen. Und ich bin da relativ optimistisch, die gibt es. Also, wenn ich mir anschaue, wie der Trump jetzt die Zeitungen sozusagen zu Feinden des Volkes erklärt, das führt dazu, dass die Zeitungsauflagen plötzlich wieder steigen. Ja? Das heißt, es gibt eine Reaktion der Gesellschaft darauf und das stimmt mich letztlich optimistisch. Ja? Es ist eigentlich dann die Frage, wie lange es braucht, um da eine massive Gegenreaktion hervorzurufen. Da gibt es noch eine Frage. Hinten noch? Ja, aufstehen vielleicht. Ja. Ich denke, es ist eine kurze Frage. Vielen Dank für die extrem interessante Diskussion. So naiv betrachtet würde ich denken, solange die Lösungen schnell genug kommen, um die Probleme zu lösen, sollten wir eigentlich kein Problem haben auf lange Sicht. Gibt es denn irgendwelche Indikatoren, dass jetzt die Probleme schneller ansteigen oder die Veränderungen schneller kommen, als wir Lösungen finden können? Also hat sich die Veränderung beschleunigt oder können wir davon ausgehen, dass wir weiterhin mit den Lösungen hinterherkommen? Ist das verständlich? Also das ist natürlich ein großes Problem auf der politischen Ebene, weil unsere Demokratien sind bewusst entschleunigt. Also man hat sich ganz, ganz viel Mühe gegeben, die Demokratie langsam zu machen. In der klassischen griechischen Demokratie, da konnten sie jemand anklagen und der wurde von einem Gericht innerhalb von einem Tag zum Tode verurteilt. Das ist etwas, was wir nicht machen. Wir haben die Gewaltenteilung eingeführt, die Griechen nicht kannten. Und wir haben über die Gewaltenteilung nicht nur die Macht verteilt, sondern wir haben dadurch das, was mehrere Kammern hat, dass man juristisch in Berufung gehen kann und so weiter. Wir haben alles entschleunigt. Wir haben es entschleunigt, um es weniger risikoanfällig zu machen für Affekte. Und heute leben wir in einer medialen Aufregungswelt, in der pausenlos Affekte gesetzt und geschürt werden. Und die Politik auf Affekte reagieren muss. Und das sind zwei Dinge, die nicht mehr zusammenpassen. Sozusagen die Langsamkeit des demokratischen Systems auf der einen Seite und die affektive Entrüstungsindustrie auf der anderen Seite. Und das ist sozusagen die ganz große Asymmetrie, die wir im Augenblick spüren. Und das führt dazu, dass im politischen Diskurs unglaublich viel Leerlauf produziert wird, weil Politiker ständig auf die affektiven
Dinge der Medien reagieren müssen und es morgen schon wieder der Schnee von gestern ist. Und das produziert einen ganz, ganz großen Leerlauf und das ist, führt dazu, dass in der Politik alle Spitzenpolitiker von morgens bis abends taktische Entscheidungen treffen. Also das tun, was gerade situativ opportun ist. Aber keine strategischen Entscheidungen. Strategische Entscheidung ist zu fragen, wie soll Deutschland oder die Schweiz in 10 Jahren aussehen und was sind die nötigen Schritte, die wir auf diesem Weg einleiten müssen. Und diese zweite Dimension ist der Politik sehr, sehr weitgehend abhanden gekommen. Das ist das reale Problem. Ich danke vielmals. Ich habe etwas ganz Kleines zum Schluss, das ich Sie schon immer fragen wollte, Herr Brecht. Und es nimmt mich so wunder, was Sie sagen. Sie würden als Politiker gewählt werden. Werden Sie dann irgendwann Kanzler? Was meinen Sie, Herr Fehr, bevor Herr Brecht spricht? Ich werde nie mich bemühen, ein politisches Staatsamt zu übernehmen. Aus dem einfachen Grund, ich müsste in eine Partei eintreten, ich wüsste nicht in welche. Der nächste Grund ist, ich würde in eine Partei eintreten und dürfte nicht mehr klar sagen, was ich denke. Zum Beispiel vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, mach das nicht, du machst den Leuten Angst, wie kannst du denn sowas erzählen und so weiter. Und selbst wenn ich als noch so gezackter Bergkristall in die Politik gehen würde, nach 10 Jahren wäre ich rundgewaschen wie ein Bachkiesel und dann sollte ich auch nicht mehr Kanzler werden.